Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Klima. Mein Name ist Peter Knuth. Ich bin Mitbegründer von Enerix und leidenschaftlicher Energie- und Klimaretter. Also bleibt dran, bis gleich. Wir haben ein super spannendes Thema. Bis gleich. Mein heutiger Gast ist Michael Sterner. Michael ist Professor für die Bereiche Energiespeicher, Wasserstoff und Energiesystemtechnik und Leiter der zugehörigen Forschungsstelle an der OTH Regensburg. Michael ist einer der Erfinder der Speichertechnologie Power to Gas. Er stellt, also das Konzept hat er mit einigen Kollegen erstellt. Er ist in verschiedenen Bereichen tätig, berät Kommunen, Unternehmen und auch sogar die Bundesregierung. Also ein echter Profi, den ich hier heute zu Gast habe. Und er ist heute zu Gast, weil er dieses schöne Buch diese Woche veröffentlicht hat. Und das ist unser Hauptthema der heutigen Solarstammtischfolge. War jetzt etwas komplex, was ich da vorstellen musste, aber das gehört zu deinem Bereich. Genau. Also, schön, dass du da bist, Michael, dass Gerne. du heute Zeit hattest, zu uns zu kommen. Stell dich einfach mal selber vor, was machst du, was hast du studiert, was ist deine Professur hier in Regensburg? Also, damit unsere Zuschauer einfach mal so einen Eindruck von dir gewinnen. Ja, gerne. Also, mein Name ist Michael Sterner. Ich komme gebürtig aus Passau, bin da groß geworden. Mein Papa war Techniker, hat einen Hof gehabt und vier Geschwister, und der eine hat Zimmerer gelernt, der andere Mechaniker, und ich bin Elektriker geworden. Also ich habe erstmal was Vernünftiges gelernt im Handwerk, bevor ich studiert habe. Und Okay. nee, das kommt immer super gut an in Berlin, weil du dann halt einfach nicht der Typ aus dem Wolkenkuckucksheim bist. Wir Und suchen übrigens Elektriker. ne? Ach gut, ja, kann ich bei euch anfangen. Sofort. Nee, und weil das einfach dann mehr Bodenhaftung hat, weißt du? Weil du kannst das alles in der Theorie erklären, aber das muss halt letztendlich jemand umsetzen, wie bei euch. Und auf das kommt es drauf an, ne? Dass das am Ende auch funktioniert und jemand macht. Und gut, die Ausbildung, es war okay. Habe dann Abitur nachgemacht auf dem zweiten Bildungsweg. Und dann war ich 2 Jahre in Ostafrika, in Kenia. Also da bei den Maasais da, und auch in der Nähe vom Geburtsort von Obama. Und ja, habe da halt Solaranlagen installiert. Habe da angefangen. Ne? Also es war 1998. War total exotisch damals. Und da hatte ich auch schon Batteriespeicher, so Bleisäurebatterien, wo dann immer wieder, wenn du dir die Hände abgewischt hast an der Hose, hast die nächste Woche dann Löcher in der Hose gehabt wegen der Bleisäure. Also es waren so die ersten praktischen Erfahrungen mit Solaranlagen. Und ja, und das hat mich halt damals total bewegt, weil wir damals schon den Klimawandel gespürt haben und gemerkt haben, verdammt, jetzt regnet es 1,5 Jahre nicht, und die Menschen fangen an, ihre Heimat zu verlassen, zeitgleich hoppeln wir über 3 Stunden Buckelpiste unsere Dieselfässer ran, von denen wir dann das ganze Dorf versorgen und unseren Generator laufen lassen. Was für ein Blödsinn, wenn dir die Sonne aufs Haupt scheint, oder? Und das war so meine Initialzündung, neben meinen Eltern, mich da halt zu engagieren. Und ja, dann habe ich Informatik studiert. Das war so ein Jugendtraum, habe das dann bleiben lassen, geworfen, gescheitert. Nicht von den Noten her, aber einfach, es war nicht mein Ding. Und nach der Kenia-Erfahrung wusste ich, ich will erneuerbare Energien studieren, aber das gab es nirgendwo. Ja, und dann bin ich halt in Regensburg hängen geblieben, habe Maschinenbau, Elektrotechnik studiert, Verfahrenstechnik vertieft, war dann in Oldenburg und habe da Physik erneuerbare Energien studiert mit 20 Leuten aus 17 Ländern. Also super spannend. Und während des Studiums bin ich dann nach Spanien, habe da Solaranlagen ins Internet gehängt. Also es war total exotisch, habe da wirklich von den I²C-Controllern bis hin, also einen Spannungsteiler, die ganze ISO-OSI-Schichten hoch, bis dass es im Internet war. War halt, naja, 2004. Und das war Diplomarbeit. Und dann war ich in Oldenburg und habe gemerkt, boah, verdammt, die Photovoltaik ist schweineteuer damals. Was machst du? Wind, ja, ist mal da, mal nicht da. Biomasse, dann bin ich irgendwie bei der Biomasse hängen geblieben und bin nach Indien und habe da halt Holzvergaser gebaut. Und zwischendrin war ich noch beim Schmack Biogas hier im Praktikum und in Chile und habe da das EEG 2004 ins Spanische übersetzt. Also total verrückte Sachen gemacht.
Und in Chile habe ich einen Karl Scharschmidt kennengelernt, das ist so der Biomasse-Papst in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, wenn Sie wieder zurück sind, dann können Sie bei mir kommen und Masterarbeit machen im Biomasse-Bereich. Und ja, und dann habe ich halt in Leipzig am alten DDR Energieforschungsinstitut mir die Prozesse angeschaut, wie du Holz zu Gas wandelst und dann Kraftstoffe daraus machst. Biomass to Liquid. Mhm. Und mit dem Wissen bin ich dann nach Kassel, weil ich eigentlich Elektriker bin und gesagt habe, boah, das ganze chemische Verfahrenstechnik, das lassen wir jetzt mal bleiben. Ich gehe ans ISET, das war so die Integrationsschmiede erneuerbarer Energien, das kennen viele noch in Kassel, wo Anfang der 2000er Jahre vier Professoren sich mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt haben. Das war damals einmalig deutschlandweit. Und da habe ich meinen Doktorvater gefunden, der sagte, ja, der Junge, der kann Strom und kann Biomasse, den nehme ich. Und dann bin ich halt schwuppdiwupp bin als Referent im wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung gekommen, also von der Bundesregierung, mit der ganzen Auslandserfahrung. Und es war dann schon cool. Und zeitgleich hat halt der Bundesverband Erneuerbare Energien wieder mal bei der Kanzlerin Merkel 2007 einen Energiegipfel gemacht. Und dann hat halt die alte fossile Lobby gesagt, es ist technisch nicht möglich, dass wir irgendwann 100% Erneuerbare machen. Dann hatten wir den Auftrag, dass wir ein Kombikraftwerk programmieren. Also das war dann Solaranlagen von SolarWorld damals mit Windanlagen von Enercon und von Schmack Biogasanlagen, die Biogasanlagen zusammenhängt. Einen Speicher haben wir virtuell gemacht. Ne? Und dann haben wir das gezeigt, dass das wirklich stabil ist. Und dann kam die Kanzlerin und sagte, oh, interessant, imposant, könnte das hochskalieren auf ganz Deutschland. Und dann haben wir gesagt, ja, Wind haben wir, Sonne haben wir, aber beim Biogas beißt es aus. Und das war der Moment, wo mein Doktorvater gesagt hat, er zeichnet jetzt mein Energiesystem, hier haben wir das Gasnetz, hier haben wir das Stromnetz und dazwischen Elektrolyse. Und das haben wir dann mal vorgestellt und dann kam ein Chemiker aus Stuttgart und gesagt, hey, ich habe da die Methanisierung drin, schieb die mal darüber. Und dann, bingo, das macht Sinn und ich fange zum Rechnen an und die Überschüsse schieben wir ins Gasnetz rüber, können die speichern und wieder zurück. Und das Speicherproblem war gelöst und ein paar Autogäste mal erfunden. Und dann sind wir halt damit durch die Berliner Regierungsviertel getingelt. Und alle haben immer gesagt, ihr seid verrückt, aber der Rainer Barke, der später Staatssekretär war, der ist vor meinem Laptop gesessen und hat gesagt, damals noch bei der Deutschen Umwelthilfe, Herr Sterner, das ist die Lösung vom gordischen Knoten der Energiespeicherung. Da war halt völlig. Und ich bringe sie in die Politik, ich bringe sie dahin. Und das hat er dann auch gemacht. Später hat er dann wieder die Speicher nicht so geschubst, aber im Endeffekt war das schon auch ein Teil unseres Durchbruchs, aber von den Stromleuten hat das keinen interessiert, weil wenn du ein Gas herstellst in Konkurrenz zu russischem Gas, was halt viermal so teuer ist, dann hat selbst Peter Altmaier gesagt, geh nach Hause, komm wieder, wenn es bezahlbar ist. Was würden die heute sagen? Die würden sagen, danke für die tolle Idee. Gut, dass wir es umgesetzt haben vor 10 Jahren und deswegen keinen Stress haben mit ausfallenden Lieferungen aus Russland. Gut, aber die sind jetzt nicht mehr in der Regierung, können nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, es war halt einfach das goldene Zeitalter vom Solarboom und dann die 10 Jahre Trauertal. Und im Endeffekt, ja, ich bin dann nach Regensburg gekommen und Audi hat eine größere Anlage gebaut. Das hat uns auch verblüfft, weil wir gedacht haben, wir lösen hier ein Stromspeicherproblem und jetzt kommen auf einmal die Automobiler und wollen Kraftstoff. Und das ist im Endeffekt die Wurzel von den ganzen E-Fuels, ne, und dem Thema. Und dann kam ein Nächster, die gesagt haben, die Idee ist eigentlich gar nicht so blöd, machen wir halt Chemierohstoffe draus oder nutzen wir das zur grünen Stahlproduktion. Und irgendwann habe ich aus dem Power to Gas ein X gemacht, Power to X, das Wort in die Welt gesetzt und das geht jetzt durch die Welt. Ja, und zu euch bin ich gekommen, im Endeffekt halt auch über die Batteriespeicher, weil ich mir dann gesagt habe, hey, es gibt kein Buch über Speicher, was die Speicher erklärt. Und zwar von Batterien, über Kondensatoren, über Pumpspeicher, über Power-to-Gas. Und das habe ich dann geschrieben, das war so ein 900-Seiten-Wälzer, was im Fachpublikum super angekommen ist. Mhm. Und was halt nochmal dokumentiert hat, dass das wichtig und gut ist. Aber halt, vor 12 Jahren hatte ich auch schon die Idee für dieses Buch mit Joachim Nitsch zusammen. Das ist so, wo wir die Langfristszenarien gemacht haben, die für die Bundesrepublik, wo geht es quasi lang. Da haben wir immer gesagt, das ist jetzt toll und die Politik, da haben wir es vorgelegt, aber die Leute draußen müssen es auch verstehen. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, damit halt ganz einfach verständlich klar wird, so funktioniert Energiewende, einfach erklärt. Und Ernst Ulrich von Weizsäcker hat auch gesagt, das ist ein Masterplan, den viele immer gemeint haben, den vermissen sie. Und ich will damit den ganz einfachen Menschen erreichen, der einfach sagt,
ich höre am Stammtisch immer wieder so viele Mythen über Energiewende und das funktioniert alles nicht oder was soll ich da machen? Und jeder von uns hat zu Hause, wenn er ein Haus hat, eine Heizung oder fährt mit dem Auto oder wohnt zur Miete und jeder kann was tun und was er tun kann, das steht da drin. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ja, ich weiß, wir können 5 Folgen drehen, ja. Aber das ja. Thema, also er brennt für das Thema, ich glaube, das sieht man. Und auf alle Fälle. Das ist ja auch richtig, man muss ja auch Feuer im Herzen haben, um solche Dinge auch umzusetzen. Das spürt man ja bei dir auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir das Thema Klimaschutz, Energiewende. Ich glaube, das Thema war noch nie so, wurde noch nie so viel diskutiert wie in den letzten 12 Monaten. Also nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, sondern schon zuvor sind die Preise nach oben geschnellt, also die normalen Energiepreise für den normalen Haushalt, nochmal angefeuert durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg. Und ja, jetzt ist Thema in aller Munde und auch die Energiewende, Klimakrise, Klimawende. Haben wir überhaupt noch eine Chance, da das Ruder rumzureißen? Also manchmal hört man ja so Horrorszenarien und da geht es einem ganz schlecht. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, dass wir schon noch einen Weg rausfinden können. Jede Generation hat ihren Ausweg gefunden und du musst einfach verdammt viele Leute anstellen und wie du schon machst, meine Studenten anstellen, weil wir einfach verdammt viele IngenieurInnen brauchen und HandwerkerInnen, die das Ganze umsetzen. Ne? Ja. Du hast jetzt endlich mal vielleicht ein politisches Backing, abgesehen von Bayern, wo du halt echt Volldampf in die Energiewende kannst, wenn nicht dieser dumme Krieg wäre. Aber vielleicht braucht es das, damit die Leute mal wirklich nachdenken und sagen, ist es überhaupt gut, dass wir uns so abhängig machen vom Ausland und das ganze Geld nach Saudi-Arabien und Russland rüber überweisen? Jeden Monat zig Milliarden. Was soll das? Mhm. Na, und wenn wir Sonne machen und Wind machen bei uns und das regional nutzen und speichern und nein, es ist ein Mythos. Es gibt die Speicher, die sind alle da, die kannst du kaufen und einbauen. Für die kurzen Zeiten die Batteriespeicher, dann haben wir noch die Pumpspeicher und für die langen Zeiten Wasserstoff und Power to Gas. Das lohnt sich auch immer mehr. Also, aber du nimmst meine Frage schon vorweg. Ja. Also das ist auch meine Meinung. Die größte Herausforderung der Energiewende ist ja aus meiner Sicht die Speicherung der Energie. Ich meine, wenn wir tagsüber haben wir die Sonne oder im Sommer haben wir die hohen Energieerträge, im Winter oder in der Nacht haben wir dagegen nichts. Wie können wir uns aus dieser Misere retten? Ja, indem dass wir halt Speicher installieren, die es schon gibt. Weißt du, und da die ganzen Mythen beseitigen, die es gibt. Also, dass quasi das Kobalt ganz furchtbar ist, das ist in unseren Hausspeichern überhaupt nicht drin. Und im Automobilbereich kommt man davon weg. Oder dass die Batterie furchtbar CO2 behaftet ist, das, wenn die chinesische Batterie nimmst, natürlich, aber wir kommen auch in die europäische Batterieproduktion. Und dass es keine Speicher gibt, das ist absoluter Humbug. Wir haben seit 100 Jahren Pumpspeicher, die laufen wie ein Glöckchen. Das ist einfach nur Beton, Stahl und ein bisschen Maschinenbau, läuft. Batteriespeicher, gut, muss nach 15, 20 Jahren ersetzen, aber ist auch kein Hexenwerk. Recycling funktioniert, das ist alles da und etabliert. Und genauso wird es beim Wasserstoff sein. Also Kenner Unternehmen aus Pfaffenhofen, der Ostermeier, der halt jetzt einfach für Gewerbegebäude und halt größere Komplexe so ein Wasserstoff-Batteriespeichersystem hinstellt für 200.000, 300.000 Euro, aber das sich lohnt mit Photovoltaik, weil du dann einfach die Sonne vom Sommer in den Winter bringst, und zwar über den Wasserstoff. Und das klappt halt mit der Batterie schlecht. Ja, wir haben alle Batterie-Solarsysteme zu Hause und jetzt im Dezember siehst du ja, dass du froh bist, wenn du über den Tag kommst und die Wärmepumpe läuft. Aber halt, das ist schon noch ein Thema, aber da bin ich mir auch sicher, dass es wie bei den Batterien ist, dass das jetzt halt noch relativ teuer ist, weil es alles Manufaktur ist und keine große industrielle Fertigung gibt, aber das wird sich auswirken. Ja, auch bei unseren Heimspeichern, ein großer Schub kam natürlich durch die Elektromobilität, dass einfach auch mal in Masse diese Speicher produziert werden. Das wird in anderen Bereichen genauso sein. Ne? So Thema Wasserstoff, das begleitet mich auch schon seit 20 Jahren, aber es ist noch nicht so richtig marktreif, weil einfach zu wenig Nachfrage da ist, vielleicht auch zu wenig Förderung. Ja, es muss alles immer zusammenpuzzeln. Ne? Also du brauchst die Lieferketten, die müssen funktionieren, deswegen auch wieder regionale Kreislaufwirtschaft.
Also was machen wir denn momentan? Wir schicken die besten Wafer aus Deutschland, Wacker Chemie Burghausen, über den Suezkanal nach China, lassen Solarmodule fertigen und holen die wieder zurück. Ja, ich weiß schon, wenn ich mir die Meyer Burgers anschaue, die doppelt so teuer sind wie die normalen, dann überlegst du dir das dreimal. Aber halt, lass mal Taiwan, China ein bisschen kriseln, so wie Ukraine und Russland hoffentlich nicht. Aber dann haben wir da ein Thema, weißt du? Ja, ja. Und deswegen ist dieses mit der regionalen Wertschöpfung total wichtig. Ja. Sehe ich auch so. Wir hatten ja die regionale Wertschöpfung hatten wir 2012. Ja, dann stimmt. Kam eine Regierung mit einem Herrn ja. Philipp Rösler. Und der hat unsere gesamte Branche eigentlich im Handstreich kaputt gemacht. Und daran leiden wir eigentlich heute. Ne? Und ja, aber gut, das ist Vergangenheit. Heute bewegen wir uns wieder auf dem Niveau, das wir 2012 hatten. Dieses Jahr werden 7 Gigawatt installiert. Und das macht uns wirklich happy. Sind wir schon beim nächsten Punkt. Wie können wir denn deiner Meinung nach die Energiewende schaffen? Also was muss in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren passieren, damit wir die Energiewende wirklich umsetzen können? Ja, wie du sagst, also die politischen Rahmenbedingungen müssen stabil sein, sodass ein Investor reingeht und auch wirklich sagt, ich investiere. Und was früher immer der Antreiber war für größere Projekte, billiges Geld, das ist ja jetzt vorbei mit der Inflation und so weiter. Also du brauchst auch stabile finanzielle Rahmenbedingungen, sonst klappt das auch nicht. Das ist im kleinen Eigenheimbereich noch überschaubar, aber wenn du halt in die Freiflächen gehst, dann schaut es ein bisschen anders aus. Wobei ich da gehört habe, dass es jetzt auch tolle Neuigkeiten gibt, ein Vorschlag vom Umweltbundesamt, dass du bis zu 2 Megawatt Solarparks sollst du zukünftig bauen können wie eine Güllegrube. Ja? Also da brauchst du keinen Bauplan mehr, Bebauungsplan mehr und Gemeinderatsbeschluss AD, weil die Gemeindetage, die haben das größtenteils immer blockiert, aufgrund von irgendwelchen Mythen. Und also wir brauchen halt wirklich vom Bundeskanzler bis hin zum letzten Beamten halt einen Willen, politischen Willen, diese Energiewende auch durchzuziehen, damit die Genehmigungen stattfinden und nicht wieder wegen Denkmalschutz oder Artenschutz halt scheitern oder was weiß ich, wegen was. Dann brauchst du die Materiallieferketten, die stabil sein sollten, und dann eben das Personal. Und das ist da, wo ich als Hochschullehrer immer hart dran arbeite. Und da würde ich mir auch wünschen, dass mehr die Jugend von Fridays for Future zu uns an die Hochschule, in die Handwerksbetriebe kommt, weil da brauchen wir die Leute. Weil selbst wenn du jetzt eine Einzelperson überzeugt hast, ich mache Klimaschutz, ich schmeiße die Wärmepumpe raus. Nicht die Wärmepumpe, sorry. Die Ölheizung. Die wollen wir ja haben. Die Ölheizung und die Gasheizung. Die schmeiße ich raus und baue eine Wärmepumpe ein. Und dann bekommst du keinen Handwerker. Ja, verdammt. Oder ich will eine Solaranlage, bekomme keinen Handwerker. Verstehst? Also das ist, wir müssen da nicht bloß immer sagen, wir machen groß Digitalisierung im Land und künstliche Intelligenz und jeder Mensch studiert IT, sorry, es ist okay, aber wir brauchen auch Leute, die anpacken und schrauben und planen und konstruieren und bauen. Ja. Da sitzt übrigens unser Kameramann, der Emil. Ja, der Emil, der studiert Informatik und jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen gebasht, aber er hält es aus, er weiß, was er nach seinem Studium macht. Genau. Ja, du, vielleicht lässt du dich mal bei den nächsten Folgen mal hier vorne blicken. Genau. Alle sind schon alle neugierig auf dich. So, jetzt haben wir über die Situation, Klimawende funktioniert ja vielleicht, Energiewende funktioniert ja im Eigenheim recht gut. Mhm. Ne? Wir können uns sehr gut selbst versorgen. Fast das gesamte Jahr können wir unsere Energie selber produzieren und verbrauchen. Winter ist ein bisschen schwierig. Wie ist es in der Industrie? Mhm. Ne? Das ist ja immer so Der Knackpunkt, genau. Ja. Also wir sind ein Industrieland, wir wollen unseren Wohlstand auch nicht reduzieren, aber wir wollen die Energiewende und unseren Wohlstand erhalten. Wie kriegen wir das hin? Gesamthaft denken. Ne? Also wir wissen jetzt, das ist bei meinen Studenten oft auch das Gleiche, die denken in einem Haus, ne, und sagen, das Haus ist autark und fertig. Nee, aber da gibt es ja noch Industriebetriebe, die ganz schön viel Strom ziehen, gerade die energieintensiven für Stahl, Chemie, Papier, Glas, Keramik, Steine, Erden und so weiter. Also es ist verdammt viel Strom, den wir brauchen. Und deswegen ist es auch absoluter Unsinn, dass Gemeinderäte quasi Solarparks verbieten, weil sie sagen, wir haben schon einen Solarpark oder ein Windrad und der macht so viel Strom, wie wir brauchen und mehr brauchen wir nicht. Stell dir vor, du bist beim VW-Werk in Wolfsburg und die Stadt Wolfsburg erteilt die Auflage, dass da das VW-Werk gebaut werden darf, aber es darf nur so viele Autos herstellen, wie die Wolfsburger brauchen.
Merkst du, was das für ein Blödsinn ist? Also jedes Gewerbegebiet macht natürlich auch für außerhalb. Und deswegen muss das Land wieder die Stadt versorgen. Wie soll sich die Stadt sonst mit Strom versorgen? Ne? Und da brauchst du verdammt viel Wind und Sonne und damit kannst du auch heimisch, lokal deine Energie versorgen. Und wir haben jetzt viel über Strom gesprochen. Wir haben die Wärmepumpen, wir haben die Elektroautos, wir haben den Wasserstoff, das ist ein Energieträger, der muss als Quelle auch Wind und Sonne haben. Mhm. Und das alles brauchst du, um halt auch Wärme, Verkehr und Industrie zu defossilisieren, weißt? Das heißt also, in unseren Szenarien, die wir rechnen halt und die ich auch im Buch abbilde, heißt das, wir verdoppeln den Strombedarf, aber wir halbieren den Energiebedarf in der Wärme, weil wir effizienter werden. Und wir dritteln den Energiebedarf im Verkehrswesen, weil wir auf einen viel effizienteren Elektromotor umsteigen und ein bisschen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe für den Flugverkehr. Und in der Industrie, die ist jetzt schon weitgehend effizienter, aber da kannst du auch noch immer Potenziale rausholen und vor allem halt raus aus Kohle, Öl und Gas geht auch. Und das ist kein Hexenwerk. Ich habe einen Doktorand, der hat das jetzt in 6 Jahren Arbeiten entschlüsselt, dieses Buch mit 7 Siegeln der Industriewende. Aber wie gesagt, das steht im Buch und es ist technisch möglich. Irre. Also, es geht. Und das ist das Wichtigste. Weißt, da draußen kann kein Mensch mehr sagen, ja, dass es nicht funktioniert. Wir müssen nur unseren Hintern bewegen und das ganze Ding anschieben. Du hast die Tage einen guten Spruch gesagt, wir sollten nicht nur Dichter und Denker sein, sondern... Ja, wir sollen nicht nur Dichter, Denker und Erfinder sein im Land, sondern auch die Menschen, die das umsetzen. Weil wir haben das verdammt nochmal bei der Photovoltaik nicht auf die Kette bekommen. Ja. Wir haben die Kosten für die Produktion runterbekommen, in Deutschland fast allein. beim Wind haben wir es ein bisschen intelligenter verteilt global. Aber wo werden die Module jetzt produziert? Nicht mehr bei uns. Bei der Batterietechnik das Gleiche. Ja. Ne? 80er, 90er Jahre waren wir führend, jetzt alles in Asien. Ja. Beim Wasserstoff passiert es jetzt ähnlich, weil wir halt wieder sagen, wenn du da eine Wasserstoffanlage machst, dann muss da erneuerbarer Strom zusätzlich rein und räumlich und zeitlich korreliert und da. Die wollen das alle nicht. Und die Amerikaner sagen einfach, 50 Milliarden, minus 95% Treibhausgase, mehr Kriterien haben wir nicht. Und dann investiert eine BASF natürlich da drüben. Also das ist einfach nur dumm, ja, dass du so viel Geld in Forschung und Entwicklung steckst, aber nicht Wertschöpfung daraus generierst. Ja. Also ein Aufruf an die jüngeren Zuschauer, ja, macht was im Bereich der erneuerbaren, ja, Energien. Und es ist definitiv ein Standortfaktor. Weißt, das sind wir jetzt in Bayern, wo geht Tesla hin, wo geht Intel hin? Die kommen nicht nach Süddeutschland, weil wir viel zu wenig Wind und Sonne haben. Die gehen in den Norden, wo viel mehr ist und du musst klimaneutral produzieren. Das sind die Anforderungen. Mhm. Ja. Aber du hast recht, das ist ein Aufruf an die Jugend, an alle, ja, alle, also, einen Beitrag zu leisten. Wir haben jetzt gerade schon das Zeichen bekommen, wir sprengen ansonsten wieder unsere Zeit. Also es gibt wirklich viele Themen und ich hoffe, dass du irgendwann wieder Gast, gerne, bei mir bist und wir den Solarstammtisch vielleicht über die Mythen der Energiewende mal machen. Weil die Frage hatte ich nämlich noch und da hat er gesagt, ja, das dauert mindestens mal eine Stunde, bis wir da durch sind. Das machen wir dann mal extra. Ja. Also ich stelle das Buch nochmal vor. Es wird auch in unseren Kommentaren, Beschreibungen zum Video, wird es zu sehen sein. Wir blenden es auch gleich nochmal groß ein. So retten wir das Klima. Ich werde mir das jetzt über Weihnachten werde ich lesen. Gut. Und ich motiviere wirklich jeden, der heute zuschaut. Wir machen eine Verlinkung dort, wo wir es bestellen können. Wir wollen ihn nach Berlin bringen, dass er mal da in Berlin so ein bisschen die Energiewende pusht. Und das Ding soll ein Bestseller werden. Und deswegen strengt euch an, kauft es, verschenkt es zu Weihnachten. Und mich wird es total freuen, wenn wir in ein paar Wochen sagen, hey, das ist auf Bestsellerliste Platz 1. Das wäre doch mal was, das wäre doch mal eine echtes Commitment der, gerne, Bevölkerung zum Thema Energiewende. Wenn dir das Thema heute gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch, schreib einen tollen Kommentar. Wenn du aktuell gehalten werden möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Am besten noch die Glocke drücken. Wir verlinken noch einige Sachen zu unserem Leitfaden, den wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Also hier nochmal das Buch. Es funktioniert. Es funktioniert. Und, ja, jeder kann ein Teil der Lösung sein. Und wenn wir das alle machen, dann haben wir es geschafft. Also wie gesagt, knipst die Taschenlampe ein in das Dunkel der Klimakatastrophe und seid Teil der Lösung. Mehr Verantwortung braucht ihr nicht übernehmen. Genau. Top. In dem Sinne, jetzt stoßen wir an. Das Bier kam heute übrigens von der Brauerei Lambsbräu. Neumarkt. Neumarkt, genau.
Bio. Ich habe Bier, er hat Fassbier. Alkoholfrei, aber super lecker. Also, alles Gute. Bis bald. Frohe Weihnachten.